Dank geht aber natürlich auch an Katja Pähle und an ihre großartige sachsen-anhaltinische SPD, die sehr engagiert und mit ganz großartiger, zuversichtlicher Ausstrahlung auch einen tollen Wahlkampf hingelegt haben, die einen sehr stark thematischen Wahlkampf gemacht haben, auf Themen gesetzt haben, die wirklich Belang haben für die Menschen in Sachsen-Anhalt und der eben sehr stark überlagert wurde, zunächst durchaus von Corona, da dürfte auch die Briefwahl noch mal eine Rolle spielen, aber eben auch jetzt zuletzt von der Polarisierung die Frage, wollen die Menschen eine starke Beteiligung der AfD im Landtag von Magdeburg? Ganz offensichtlich nicht. Die AfD konnte ihr Ergebnis nicht wieder einfahren vom letzten Mal und kann deswegen nicht von einem Wahlerfolg sprechen. Die Menschen haben ganz klar gezeigt, wir wollen eine demokratische Regierung, in der Auftrag geht an Herrn Hasen. Wir haben aber auch in den letzten Tagen und Wochen ja einige Tage in Sachsen-Anhalt verbracht, Katja Pähle und ihre Kolleginnen und Kollegen, die anderen Kandidierenden begleitet bei ihrem Wahlkampf. Und wir haben eine starke Zivilgesellschaft kennengelernt in Sachsen-Anhalt. Diese Zivilgesellschaft, die für Aufbruch steht und die für den Schutz der Demokratie steht, die braucht unsere Unterstützung. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass das Demokratiefördergesetz, das wir jetzt bereits im Bundestag liegen haben und wo es darum geht, dass die CDU-CSU-Fraktion jetzt auch dahinter steht, hinter diesem Beschluss des Kabinetts, ein solches Gesetz zu verabschieden, das jetzt auch wirklich umzusetzen. Da geht unser Appell ganz klar an die Fraktion von CDU und CSU jetzt im Bundestag mitzustimmen. Für uns als SPD kommt es auch in Zukunft darauf an, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt und in allen anderen Ländern in Ostdeutschland weiterhin das Empfinden haben, ihre Lebensleistung und auch die Leistung im Umbruch und die Brüche, die sie erlebt haben in diesen Zeiten, dass die nicht hinreichend gewürdigt werden. Das sehen wir immer noch an den Unterschieden in den Löhnen, an den Unterschieden in den Renten, aber eben auch in der Wertschätzung dessen, was dort geleistet wurde. Da kommt es darauf an, dass wir jetzt ganz deutlich machen, dass wir mit einem Mindestlohn von 12 Euro beispielsweise den Stundenlohn etwa der Hälfte der Beschäftigten in Ostdeutschland erhöhen würden. Das ist unser wichtigstes Vorhaben für die Bundestagswahl, den Mindestlohn auf 12 Euro deutlich zu machen, aber eben auch eine Angleichung der Renten und Löhne zwischen Ost und West. Es kommt darauf an, dass den Menschen in ihren Arbeitsbedingungen, aber auch in ihren Lebensentwürfen zwischen Stadt und Land mit unterschiedlichen Herkünften, den unterschiedlichen Geschlechtern, der Respekt entgegengebracht wird, den sie verdient haben, auch und gerade den Menschen in Ostdeutschland mit ihrer Biografie.